Ganz allein bin ich einsam. Ich habe einen Freund getroffen, den ich schon vermisst habe. Da bin ich froh, dass er jetzt noch lebt. Und dass er sogar einer der wenigen ist, der sich freut, mit einem Mädchen eine Cola zu trinken, an der Tankstelle zu kaufen und eine kleine Stärkung. Und da ist mir so nebenbei eingefallen, als ich Samuel angefangen habe, von diesem Ephraimiter, der zwei schöne Frauen hat. Eine heißt Anna und die andere heißt Penina oder so ähnlich. Da ist mir eingefallen, die Diachrone-Betrachtung, also die, im Ablauf der Zeit, die Sprachbetrachtung, die Sprachforschung, sei es Germanismus, aber sei es auch die Weltliteratur über Jahrtausende, die zeigt manchmal, so wie in der Geschichte Hiob, dass es eine Kernfassung gibt, die poetisch superlativ also wunderschön ist, und dass es scheint, dass später erst so eine Rahmenerzählung von einem anderen Schriftsteller drüber gebastelt wurde, die aber überhaupt nicht stimmig ist. Verstehst? Wenn der Kern der Erzählung wunderschön hohe Dichterkunst und größte Qualität im Denken, im Fühlen, im Handeln und in der Analyse, verstehst, eines großartigen Denkers preisgibt und dann drüber, so wie im Märchenrahmen von einfacher Art, so wie die Kronenzeitung etwa berichtet, verstehst, so oberflächlich eine große Erzählung noch einmal drüber gekapselt wird. Und ein spürsinniger Mensch kennt dann plötzlich durch stilistische Unterschiede, also durch Stilbruch, was aus der Analyse der Sprache, also im diachronen Verlauf, sichtbar wird, weil man sehr viel Einfühlungsvermögen hat, was da zum Originaltext gehört und was irgendwie Dank ist vom Volk der demokratischen Menschenhände. Verstehst? Also was erzählt wirklich der Prophet und der König und was erzählen die Hoheiten und was schmiedet der andere dann noch dazu nachträglich? Vielleicht Phasen verschoben 200-300 Jahre. Verstehst? Weil man das kann man durch Analyse, Sprachanalyse, kann man erkennen, verstehst, wie ein Kriminologe, was aus welcher Feder, aus welcher Zeit stammt. Wegen der Etymologie, wegen der Zusammenhang, Konnotationen, wegen der sprachlichen feinen Entwicklungen, die sich zutragen im Ablauf von Jahrhunderten, verstehst? Weil zum Beispiel Heilige Schrift über drei Jahrtausende berichtet irgendwo, da kann man sagen, die Sprache ist im Wandel manchmal so, dass man ein guter Analytiker fühlt, das könnte von der Zeit sein, das andere könnte von der, aber es geht nicht nur um die Zeit, sondern auch, wer es gesagt haben könnte. Also von welcher Richtung das kommt. Kommt es von einem päpstlichen Hoheit oder kommt das von einem Paul, von einem Post oder kommt das von einem Königshaus? Was ist die geistige Haltung, verstehst? Das ist interessant, verstehst? Also, der Hiob wollte eigentlich sagen, der Stachel des Todes ist manchmal sehr zärtlich. Nämlich dann, wenn man sieben Nachkommen, die man über alles geliebt hat, männliche verliert an einem Tag und am nächsten Tag die heißgeliebten Töchter, alle, die man gehabt hat, drei Stück, also 10 Kinder, in kürzerer Zeit verloren und dann im hohen Alter noch schwer krank zu sein und dann noch das Hab und Gut, alles zu verlieren und jede Dienerschaft hat euch ins Kreuz gefackt. Ja, selbst die Frau verlassen und verspottet. Wenn du nichts mehr hast und dann hast du schwere Schmerzen, verstehst? Und ein Elendszustand an Schlechtigkeit mit Krebsgeschwüren, verstehst? Und du hast keinen Arzt, keinen Freund, keinen Heiler. Dann sagst du, der Stachel des Todes, das ist ein Genuss. Und dann plötzlich kommt das Volk, ein bisschen später, nachdem es mehrmals diese Geschichte gelesen hat und dreht es mit einer Rahmenerzählung genau ins Verkehrte und pervertiert das wieder und sagt, ja, es ist anders gewesen. Der Hiob wurde im hohen Alter wieder schwanger und hat noch mehr Kinder gezeugt und war glücklich und dann fade out, verstehst? Und da sieht man zum Beispiel genau die Hauptaussage, die Kernaussage des Hiobs, die in Poesie zum Glanz der Wirklichkeit, der Authentizität das schicksalhaften Trauerspiels des Lebens preisgibt, wird dann von einem Volk wieder euphemistisch gefärbt und wie ein einfaches Märchen verfälscht, verstehst? Also das sind zwei Geistesströmungen, die sich gegeneinander einkapseln. Das schwere, sehnsüchtige Herz des pochenden, verstehst, spürenden Hochadels. Der König, der spricht sein Leid, verstehst, wenn alles verliert. Das ist ein Symbol für sein Volk, nicht nur für seine leiblichen
Früchte, verstehst? Also der, so wie schwarzer Hirsch und wie große Majestäten dann ins Verzweifeln, ins Zedern geraten. Und andere wieder, die einfach beschwichtigende Worte, euphemistische sagen möchte. Naja, es war nicht so traurig. Irgendwo auf dem Erdball ist es dann doch gekommen, obwohl dein Volk ausgerottet wurde, bis zum Letzten vergewaltigt, so wie die Indianer damals. Es hat ja schon wieder irgendjemand gebumst. Und dann ist alles wieder gut. Verstehst? Also dann, das ist das irgendwie ein bisschen pervertierte, vereinfachte, simplifizierte Gemüts. Unbewegte, verstehst du, dass keine Trauer kennt, dass keine Historie trägt. Die sagt ja, hauptsächlich Bums irgendwer, der passt schon wieder. The Kernel, ein Dynamic Process, verstehst du, von den Auslagerungssequenzen.